Heute, was geht ab, Leute? Hong hier. Wir sind gerade im Livestream. Da ist ein riesiger Raid noch gespawnt. Ihr wisst, Fake Aldi, die Arena, die immer so spät noch Raid spawnt. Und ja, ich brauche, wie ihr wisst, noch einen guten Regirock. Das ist wahrscheinlich meine letzte Chance. Seit die Vögel da sind, nicht einmal irgendwie einen Regirock-Raid zustande bekommen. Keiner wollte einen Raid machen. Aber jetzt hier, genau der letzte Raid. Ich habe sogar vorhin noch hier einen Nocturne-Raid gemacht, weil ich noch zwei freie Raid-Pässe hatte. Die mussten weg. Server waren down. In den letzten paar Minuten sind wir wieder ins Spiel gekommen und haben den Raid gemacht. Und dann auf einmal kam hier noch ein Ei, war ein Regirock. Ich dachte, ja, okay, will keiner machen. Aber bam, doch noch ein paar Leute zusammengefunden. Den machen wir jetzt noch und dann zeige ich euch das Fazit. Meine Ausbeute. Hallo. ...1764 wäre ein 100er. Ihr wisst, mir reicht ein 96er. Ich wäre zufrieden. Vor allem bei Regirock. Da sind echt nicht so viele zustande gekommen, leider. Keiner hatte Lust. Ich habe da, glaube ich, echt sehr, sehr wenig gemacht. Aber die Quote ist ziemlich gut, also wir sehen gleich die Quote, Leute. Also ihr nicht, ihr im Livestream. Nur die Leute, die das Video morgen schauen, die sehen die Quote. Hallo. So. Das heißt, wir könnten wahrscheinlich 9 oder 10 Streams machen. Und los geht's. Wieso habe ich eigentlich Glodon hier? Egal. 100er Glodon, gönnt euch, wie mächtig der ist. Und benutze nicht Metakos statt Stolos. Ich benutze eh nicht alle. Also ich komme nicht über die ersten drei oder sowas, offensichtlich. So, schauen wir mal. Echt lang nicht mehr gemacht. Schön, dass noch einer zustande gekommen ist. Das freut mich echt. Ah, vielleicht kommen wir doch zum vierten. Kommt davon, wie viel Live Kyogre noch hat. Ah, ne. Also zum vierten kommen wir auf jeden Fall. Aber zum fünften nicht, also. Oder? An welcher Stelle ist denn mein Stolos? So. Man hört noch das Antippen vom Handy. Dann gönnt euch ein bisschen Pokémon Go. ASMR. Wir sind hier bei Hong and ASMR Friends. Gönnt euch meinen Tippen. Beruhigt euch das. Shoutout geht raus an ASMR Janina. Oida, wir sind echt noch zum Status gekommen. Shoutout geht raus an den Kerl, der wollte, dass ich meinen Status ändere. Ich entschuldige mich, wir sind tatsächlich noch zum Status gekommen. Alter, habt ihr gesehen, wie er wackelt? Richtig geile Aktion. So, ich habe nicht hingeschaut. Wie fährt er das Teil denn? Ah, 44. Ah. Schade, schade, schade. Naja, hoffentlich. Also ich habe eine krasse Quote, die will ich jetzt mit dem letzten nicht zerstören.
Vor allem nicht jetzt kurz vor. Oh mein Gott. Vor allem jetzt nicht kurz vor dem Fazitvideo. Der muss drin bleiben für das Fazitvideo, Alter. Bleibt doch drin, Mann. Wir haben so eine klasse Quote. So. Bleib drin. Oh mein Gott. Der will echt so gar nicht, Mann. Der will mir echt die Quote vermasseln. Der will mir die Quote vermasseln. So. Boah. Junge, 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 Junge. Ich hab meinen Ball verworfen, Mann. Ah, da ist er. Die Quote bleibt, Leute. Perfekt. Die Quote bleibt. Das sehen wir uns aber erst zu Hause an. Ja, hier IV-Check für euch. Attack. Oh, Attack 15, aber naja. Leider nicht das, was wir haben wollten. Wie gesagt, das Fazit zu Hause dann. So, Leute. Ich habe hier noch einen Slimer. War leider nicht shiny. Bevor ich euch Regi-Glock, genau, es ist so viel passiert heute, bevor ich euch mein Regi-Glock-Fazit zeige, ja, sind noch ein paar Neuigkeiten reingekommen, deswegen war ich auch gerade ein bisschen verwirrt. Hier, die Ox ist offiziell bestätigt jetzt, davor kam ja nur diese komische Benachrichtigung, aber jetzt ist es offiziell und was krass ist, eine Neuigkeit, also zwei Neuigkeiten. Erstens werden jetzt angezeigt, welche Arenen X-Rate-Arenen sind. Das war ja ein großes Problem, so viele Zuschauer haben mich immer gefragt, woran erkenne ich, dass eine Arena eine X-Rate-Arena ist? Und ich denke auch, viele haben an den falschen Arenen geradet. Die haben immer gesagt, wir raiden so oft an dieser Arena, es kommt nie eine Einladung. Und meine Vermutung war immer, dass es gar keine X-Rate-Arena war und die es halt trotzdem immer versucht haben. Und anscheinend wird das jetzt irgendwie gekennzeichnet. Noch habe ich es nicht gesehen, also Moment. Wir können mal hier auf meine X-Rate-Arena gehen. Okay, genau in dem Moment schickt mir Andi ein Geschenk. Schaut dann an Andi. Das war der, der am ersten Tag bereits Mew gefangen hat. Hier, das ist eine X-Rate Arena, aber ich sehe hier nirgendwo eine Markierung, irgendein Zeichen. Kommt wahrscheinlich noch. Ah ja, die Arenen werden jetzt dann markiert. Okay, mein Charakter will dahin laufen. Und eine weitere Neuigkeit. Man kann jetzt einen Freund, Ultra oder besten Freund, zu einem X-Rate einladen. Das heißt, ihr kriegt eine Einladung und ihr könnt einen Ultra oder besten Freund mitnehmen. Was ziemlich krass ist. Es haben sich ja immer viele beschwert, dass sie nie eine Einladung bekommen. Oder mal, ich habe auch nicht jede Woche eine Einladung bekommen. Also ich hoffe jetzt, ich vertraue meinen Freunden, dass sie mich jede Woche einladen. Aber jetzt, ja, sollte es noch weniger ein Problem sein. Jede Woche, wobei, manche wollen vielleicht gar nicht mehr jede Woche, weil jetzt nach den X-Rates kam Mewtwo oder kommt Mewtwo für einen ganzen Monat. Ich glaube, jetzt ist die Begeisterung gar nicht mehr so groß, dass man da jetzt unbedingt jede Woche ein X-Rate haben will oder braucht. Aber ich will trotzdem jede Woche ein. Also ladet mich schön ein, meine Freunde. Und das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Man kann jetzt, wie gesagt, einen Freund einladen. Manche finden es natürlich nicht so cool. Der eine macht nichts und dann wird er einfach so mit eingeladen. Aber ich teile gerne mit meinen Freunden. Ja, das waren so die Neuigkeiten. Offiziell jetzt Deoxys. X-Rate-Arenen werden markiert. Und man kann Freunde mit zum X-Rate einladen. Und jetzt schauen wir uns mal meine Regirock an. Eine traurige, traurige Ausbeute. Wie gesagt, schreibt in den Kommentaren, wie es bei euch so aussieht. 91 ist mein Bester. Ein neuer Rekord, was die untere Grenze angeht. Davor war 93 zumindest mein Bestes. Jetzt 91. Den habe ich sogar ganz am Anfang gefangen. Ich glaube, das war sogar mein erster Raid oder so. 91. 92 Bonbons. Auf jeden Fall nicht genug. Man braucht ja 248, aber solange ich keinen guten habe, ist es egal. Ich gehe ja noch mit dem. Bin schon 173 Kilometer gegangen. Und schau mal den Pokédex an. Also die Folge ist schnell. Da ja, kann ich euch nicht viel zeigen. Und es wird natürlich auch keiner gepusht. Aber die Quote ist ziemlich gut. Wir checken erstmal die Regi-Eis-Quote. 35 von 40 ist okay, ist okay. Gar nicht so schlecht, nur 5 geflohen. Darunter leider ein 96er.
Regis Stilquote 27 von 31. Leider 9 weniger gemacht, aber nur 4 geflohen. Was man natürlich nicht so 1 zu 1 vergleichen kann, weil bei dem habe ich ja mehr gemacht. Und Regi Rock nur 28. Okay, das waren 3 weniger. Gar nicht so viel weniger als Regis Stil. Aber 27 gefangen. 27 von 28. Einer geflohen, war aber kein guter. Also schon nicht schlecht. Also das ist bisher meine beste legendäre Quote. 27 von 28, beinahe 100%. Also die Regis waren schon ziemlich leicht zu fangen. Sehr leicht exzellent zu treffen. Also einfach fabelhaft. Goldene Berge, fast immer drin geblieben. Haben jetzt sich so hart rumgezickt. Im Gegensatz zu, keine Ahnung, Latias Latios. Alter. Auch wenn man die immer gut getroffen hat, zumindest bei mir, immer rausgeflogen. Also die waren echt sehr zickig. Ja, Kyogre auch. Kyogre ist so zickig geworden bei mir. Am Anfang ging er relativ leicht rein, auch wenn ich schlecht geworfen habe. Und dann sind die Würfe besser geworden, aber er wollte immer seltener drin bleiben. Der Rodan war eigentlich ganz okay. Der war chillig. Der quasi, okay, da war ich auf dieser Tour. Da habe ich nicht alle gefangen, aber an sich war der auch chillig. Ja, und das war's erstmal mit den Gen 3 Legendären. Wie gesagt, Deoxys, nächster X-Raid Boss. Wir sind gespannt. Und wie gesagt, schreibt unten in die Kommentare, was euer bestes Regirock ist und wie viel ihr gemacht habt. Habt ihr überhaupt welche gemacht? Oder wart ihr da auch nicht so begeistert wie die meisten? Aber das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.